Ein herzliches Hallo aus meinem Wohnzimmer. Und zwar werden wir heute ein Anfänger-Bauch-Workout machen. Wir haben 4 verschiedene Übungen, 18 Wiederholungen. Ich weiß, dass Anfänger sich sehr schwer tun, ihren Schweinehund zu überwinden. Deswegen ist die Wiederholungsanzahl heute etwas höher als normal. Du machst am besten einen Satz. Wenn du fleißig bist, dann kannst du noch einen zweiten Satz dazu machen. Aber ein Satz ist auf alle Fälle drin für dich. Und zwar starten wir heute mit den V-Ups. Du kommst dazu in die Rückenlage. Arme, Ellbogen stützen auf. Die Handflächen legen sich auf den Boden ab. Die Beine sind aufgestellt. Wichtig ist, wir sind nicht im Schwimmbad gemütlich, sondern Bauchdecke anspannen, Lendenwirbelsäule heben und in eine neutrale Position bringen. Auch das Brustbein sackt nicht drinnen in unserem Schultergürtel, sondern Brustbein heben. Achtung, die Halswirbelsäule ist gestreckt, also lang machen, in Verlängerung von der restlichen Wirbelsäule. Bauchspannung holen, mit dem nächsten Ein- und Ausatmen, Core-System anspannen und Beine langsam heben. Wir kommen aus der gebeugten Beinposition in die Streckung, berühren vielleicht mit der Ferse den Boden und bringen die Beine wieder zurück in die Anfangsposition. Und weiter geht's. Hier haben wir schon Nummer 13, 12, 11, 10, 9, 8, tiefes Ein- und Ausatmen, 7, 6, 5, 4, 3, 2, letztes Mal, 1 und Beine abstellen. Sehr gut, ablegen auf den Rücken. Und zwar, Beine sind aufgestellt. Die Hände seitlich vom Körper ablegen, am besten auf die Handkante aufstellen. Du bringst jetzt das Kinn zum Brustbein, Bauchspannung holen, neutrale Position von der Wirbelsäule einnehmen, langsam nach oben kommen und du versuchst den Heel, die Ferse zu berühren, seitlich die Ferse zu berühren. Wir machen eine Übung für die seitliche Rumpfmuskulatur und es geht los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3 noch und letzte. Langsam abrollen und Hals entspannen. Kurz eine Halsentspannungsübung, Mobilisationsübung für die Halswirbelsäule. Ganz locker den Hals nach rechts und nach links ablegen, ohne Spannung. Wir machen nämlich gleich weiter mit einer Bauchübung. Sonst fällt dir der Kopf ab. Und den Kopf wieder zur Mitte zurückbringen. Und zwar kommst du in den Sitz. Beine sind aufgestellt. Du wirst dich wahrscheinlich schon gefragt haben, warum hat die Miriam hier Klopapier mitgebracht? Ich habe das in Pyramidenform aufgestellt, wie du siehst. Wir werden eine Bauchübung daraus machen. Klopapier hat ja jeder Horter zu Hause. Und zwar holst du dir Bauchspannung, Core-System anspannen. Wenn es dir leicht fällt, kannst du dich etwas weiter nach hinten lehnen. Du wirst merken, es wird um einiges anstrengender. Wir versuchen, diese Pyramide von der Hinterseite an die Vorderseite zu bringen, wieder zurück und sie endet dann auf dieser Seite. Und zwar kommst du dazu in eine Sitzposition, Beine sind aufgestellt, Core-System ist angespannt, Halswirbelsäule ist lang und lehnt sich leicht nach hinten und wir starten gleich Seitenrotation, also für unsere schräge Bauchmuskulatur. Wie gesagt, bitte immer nur ein Toilettenpapier angreifen. Das ist, ich habe einen Fehler gemacht. Das ist sonst unfair. Wir sollen ja alle die gleichen Startbedingungen haben. Dann wieder zurück.
welches Toilettenpapier du jetzt wann nimmst, ist natürlich vollkommen egal. Schau nur, dass die Lendenwirbelsäule schön neutral bleibt. Und letzte. Well done! Geschafft! Ist es nicht eine wunderschöne Pyramide geworden? Wir schieben die jetzt einfach zur Seite. Ich will sie gar nicht zerstören, so schön. Gut, wir kommen zu unserer letzten Übung. In den Unterarmstütz. Knie sind aufgestellt. Die Füße schauen einfach nach oben. Du brauchst dazu jetzt am besten eine Stoppuhr oder ein Handy. Wir werden diese Position 18 Sekunden lang halten. Das ist eine Beginnerversion, also wirst du dir relativ leicht tun. Du wirst keine Sorgen haben oder brauchst dir keine Sorgen machen. Du kommst in den Unterarmstütz, wie gesagt, schaust, dass die Lendenwirbelsäule gekippt ist. Das ist sehr, sehr wichtig, weil bei den meisten Liegestützpositionen hängt man im Hohlkreuz, das heißt, Gesäß kommt raus und das ist eine sehr unangenehme Position für deine Wirbelsäule. Also schau, dass das Becken gekippt ist. Es macht zwar momentan einen flachen Hintern, aber das ist kein Problem. Um das geht es jetzt nicht. Und zwar, Halswirbelsäule ist lang, du schaust nach unten, drück dich raus aus deinen Schultern und Schultern weg von den Ohren. Und go! 18 Sekunden halten. Kontrollier dich im Spiegel, falls du einen da hast. Noch 8 Sekunden tief ein- und ausatmen. Schenk deinem Körper wie immer ein Lächeln, wenn du es schaffst. Und Ende. Wir haben schon 20 Sekunden. Langsam absetzen. Und du hast es geschafft. Wir sind schon wieder am Ende unseres Trainings. Es ging doch recht schnell, oder? Meinst du nicht? Wenn du schaffst, dann kannst du noch einen zweiten Satz dranhängen. Steht dir nichts im Wege. Genügend Toilettenpapier hat doch jeder zu Hause. Alles Gute!